Hallo, mein Name ist Sebastian Klitsch. Ich möchte hier von der FMW-Messe in Bad Salzuflen einmal ganz kurz ein Highlight von der neuen Version vom AluFrame Assistant für SolidWorks vorstellen. Und zwar kann der AluFrame Assistant für SolidWorks diverse verschiedene Verbindungen anlernen. Sprich, wenn Sie zwei Profile miteinander verbinden möchten, können Sie das natürlich mit einem Winkel, Bolzen, Verbinder, was auch immer machen. Wenn Sie diese Verbindung jetzt angelernt haben, dann möchte ein Kollege von Ihnen die Verbindung vielleicht auch benutzen. Und dafür ist jetzt in der neuen Zweier-Version vom AluFrame Assistant der Verbindungsmanager dazugekommen. Da können wir Verbindungen anschauen, wir können die auch bearbeiten, den Namen zum Beispiel ändern, wir können auch sehen, welche Teile jetzt in dieser Verbindung, zum Beispiel sehen wir hier der Bolzenverbinder, der besteht aus zwei einzelnen Teilen. Aber ganz interessant ist, wenn wir jetzt hier mal hinklicken, da können wir direkt sehen, wir können die Verbindungen teilen. Das heißt, wir können sagen, meine Datenbank für die Verbindungen soll irgendwo in einem Netzlaufwerk liegen und dann können alle Kollegen entsprechend auf diese Verbindungen zugreifen. Ich denke, das ist ein absolutes Highlight in der neuen Version, speziell für Installationen, wo mehrere Anwender drauf zugreifen. Eine super Sache. Also schauen Sie doch einfach nochmal auf unserer Internetseite vorbei. Sie können den AluFrame Assistant natürlich auch kostenlos testen und wir freuen uns auf den Kontakt.